Wir sind jetzt bei der Mietwagenstation angekommen, das heißt, unser Roadtrip kann jetzt so richtig losgehen. Und wie immer haben wir uns das kleinste Auto in der Reihe gegönnt. Der Mitarbeiter hat gesagt, wir sollen einmal das Auto rumlaufen und alle Kratzer fotografieren. Sven hat jetzt schon 40 Fotos gemacht, der Handyspeicher ist gleich voll. Also entweder sehr, sehr viele Kilometer runter oder einfach schlechtesten Fahrer der Welt, weil es gibt keine Front oder kein Blechteil, was nicht einen riesen Kratzer drauf hat. Immerhin hat er ein Lenkrad und 4 Räder, ja, also. Ja, Steinschläge kann man auch schon sehen. Also wir sind ja dafür Experten, dass bei uns die Scheiben reißen. Wir haben einen Opel bekommen, beziehungsweise hier in UK heißen die Opel nicht Opel, sondern Vauxhall. Und da in Anlehnung an das Nummernschild haben wir eben schon den Namen Viking verpasst, oder? Gehen wir damit d'accord? Ja, mit ihm fahren wir in den Norden. Viking, ja, klingt gut. Richtig stark. Fahren wir, oder? Los geht's. Wie am Schnürchen. Wohin müssen wir jetzt? So, Sent hat gleich den ersten Spot hier für uns klar gemacht. Wo sind wir denn? In Midhope Castle in Lallybroch. Und das kennen Serie wir? Outlander. Outlander. Ich bin genauso ratlos wie ihr. Wir stehen jetzt vor Midhope Castle, was mittlerweile besser bekannt ist als Lallybroch aus der Serie Outlander. Und ich warte hier noch auf meinen Jamie. Und ich weiß nicht, wer Jamie ist. Wahrscheinlich war es vorher einfach nur ein schöner, niedlicher Herrensitz. Und jetzt ist es einfach super bekannt aus der Serie und es pilgern Massen hier hin. Heute geht's, heute ist aber Montag. Aber es kommen auch Touren hierher. Wir sind heute an Tag 1 im kleinen Hafenort Fort William angekommen, haben gerade unser Zimmer bezogen, was gegessen, genießen jetzt noch ein bisschen die Aussicht auf den See und gehen dann ganz, ganz schnell ins Bett, denn morgen wird es richtig magisch. Es wird magisch. Dun, 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 dun. Wir fahren mit dem Hogwarts Express, nein, mit dem Jacobite Train. Und zwar die Strecke über das Viadukt und an ein paar Aussichtspunkte für Harry Potter vorbei. Also alle Harry Potter-Nerds da draußen, morgen wird richtig genial. Wir freuen uns auch schon tierisch drauf. Deswegen wir müssen uns jetzt nur beeilen und wieder ins Auto gehen. Es beginnt zu regnen. Wir kriegen die ersten schottischen Regentropfen ab. Eine relativ kurze Nacht liegt hinter uns. Ab 5 Uhr gab es bei uns im Haus ja so eine Sinfonie aus jaulendem Hund und hustenden Menschen. Und einem schnarchenden Christian. Ja, Senta meint, okay. Ich wollte es ein bisschen diplomatischer formulieren, aber ich habe geschnarcht anscheinend. Jetzt sind wir mal beim Bahnhof angekommen und steigen gleich in den Jacobite Train. Der auch vor den Filmen schon auf einer wunderschönen Strecke gefahren ist. Und jetzt gibt es halt noch den Zusatzaspekt, dass es halt die Strecke vom Hogwarts Express auch ist aus den Filmen. Hier kannst du eine Tea Time zu dir nehmen. Ich habe das gerne gebucht, aber es war seit Wochen ausgebucht. Also wir haben sowas Schickes nicht? Nein. Wir fahren nur Coach.
Wir haben jetzt einen kleinen Zwischenhalt in Glenfinnan gemacht und die Zugfahrt bis hierher war schon mal richtig, richtig schön. Was ich aber am allerwitzigsten fand, ist, wie viele Leute da bei dem Viadukt, ich glaube, man sieht es auf der Kamera mal, dann blende ich es gerade nochmal ein, wie viele Leute da bei dem Viadukt stehen und warten, dass dieser Zug vorbeikommt. Da waren bestimmt knapp 1000 Leute oder so. Zumindest saßen wir so aus dem Zug raus. Auf jeden Fall wollen wir da später, wenn wir wieder zurückkommen, auch noch hin. Malek angekommen, einem kleinen Fischerdörfchen hier im Norden von Schottland und haben jetzt hier 2 Stunden Aufenthalt. Ich habe mir erstmal ein Eis gegönnt, Fisch und Chips haben wir auch schon gegessen und wir haben vergessen zu sagen, was man hier auf der Zugstrecke alles sieht. Man sieht nämlich in Bezug auf die Harry Potter Filme das Viadukt aus dem zweiten Teil, Dumbledores Grab und das Tal, in dem Hogwarts liegen soll, wo sie es reingefotoshoppt haben. Uns das Viadukt noch mal von unten an. Allerdings, wie ihr seht, ist der schottische Sommer schon wieder vorbei. Voll eingekleidet. Die Hitzewelle von 2 Tagen. Jetzt regnet es das erste Mal und es wird kühler. Endlich schottische Temperaturen. Ja. I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. So, mit dieser Aussicht aus Viadukt beenden wir das Video hier vom Hogwarts Express. Ich wollte eigentlich noch ganz viele Aufnahmen von ihr zeigen. Es ist auch super, super schön. Jetzt leider mit dem Regen ein bisschen. Dafür sieht es mystisch aus. So wie in den Büchern. Die sind auch selten bei gutem Wetter unterwegs. Gewesen. Typisch schottisch einfach. Ja. Ja, alles andere wäre nicht authentisch. Genau. Wir gucken, wie wir trotzdem noch ein bisschen hier die Zeit genießen. Wir merken gerade, wir haben immer gelesen von diesen schottischen Fliegen, die im Regen auftauchen. Die merken wir gerade. Ja, mal gucken, gespannt, ob sie so beißen und wie die auf Borneo. Am Tag später. Bitte nicht. Wir berichten im nächsten Video und sehen uns dann von noch weiter nördlich. Bis dann. Totally worth it. Komplett geknast, aber anders hat es nicht.